in einer Mischung von Gefühlen, hervorgerufen durch Blutdurst, Wut und Alkoholgenuss, gehen wir im Schritt auf die feindlichen Linien los. Die Wut entpresst mir bittere Tränen, ich koche vor einem mir unbegreiflichen Grimm. Es war wie ein Zwang, er rief mir zu, Höss, schießen und nicht aufgeben. Ich schoss und schoss und schoss und schoss, das ist der Krieg. Wenn wir die Gesellschaft ändern wollen, dann müssen wir köpfen. Und wenn es sein muss, dann mit einer Bombe. Es reicht, ein paar tausend Kapitalisten umzubringen und dann wird alles anders. Sie sind schuld, dass Chaos herrscht, dass sie wirtschaftlich am Boden liegen. Sie haben dieses Land verraten und es den Kommunisten ausgeliefert. Sie! Gnade! Jetzt sind wir ein Naziland und ich mittendrin. Jetzt sind wir ein Naziland und ich mittendrin. Du hast genau einen Tag, um auszureisen. Danach bist du eine von den vielen, die wir angeblich umbringen. Ich will in einer Welt leben, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ich will in meinen Filmen verschwinden. Das Volk ist vereint im Hass. Wer glaubt, dass der Krieg der Träume gut ausgeht, ist ein Narr.